Also GPS ist ein Tool, das man nachher die Laufarten kontrollieren kann. Da kann ich schauen, wie schnell läuft der Spieler, wie viel läuft der Spieler und wie intensiv ist das Spiel, die Intensität und so weiter. Ja, die haben wir eigentlich in jedem Training an, in jedem Match. Und ja, ich glaube, der Staff um Martin Friant kann dort die Werte rauslesen. Eben sei es die Kilometer, die wir machen pro Training oder pro Match, die Max-Speed, die Beschleunigungen, sind auch so ein bisschen die Distanzen und vor allem noch die Intensität von diesen Sprints, die man so ein bisschen daraus rauslesen kann. Und ich glaube, das ist wichtig im heutigen Fußball, dass man ein bisschen weiss, was für eine Belastung haben wir gehabt, wie viel Distanz haben wir gemacht und man vielleicht mehr Intensität muss reinbringen muss. Und dann sieht man auch, wie die Spiele verlaufen, wie intensiv sie waren. Auch wenn man als Spieler selber auch bemerkt, ob ein Match intensiver war oder nicht. Aber die Werte helfen, glaube ich, wirklich zum sehen, wo das vielleicht noch ein bisschen mehr braucht und wo das man vielleicht ein bisschen bremsen muss. Ja. Vorteil ist sicher auch, dass man gerade direkt reagieren kann im Training. Wenn man sieht, jetzt hat man eigentlich so und so viele Läufe machen im hohen Tempo, dann sieht man, das ist weniger gewesen, dann kann man eigentlich gerade reagieren und nachher entsprechen und hinten etwas anheichen oder etwas zusätzlich machen. Das ist sicher der grosse Vorteil. Meistens sieht man sicher mit den Außenläufern, zum Beispiel unseren Verteidiger. Kevin Babo, wenn er angekommen ist, war er okay gewesen, aber nicht so der extrem auf und ab geläuft und nachher hat man mit ihm gearbeitet und dann haben wir gesehen, plötzlich ist er marschiert wie ein Gestärter, hoch tief, also von hinten bis vorne mit hohem Tempo. Das ist sicher ein gutes Beispiel und da gibt es viele Spieler, also Junge, die zum Beispiel zum Teil kommen und die laufen, aber noch nicht so viele laufen im hohen Tempo, dann kann man das ihnen zeigen und entsprechend arbeiten und dann bringt man das meistens schon in die richtige Bahn.